Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal Keebel.de mit dem Gamer-PC Raptor 3 Ryzen 5 RTX 3070, das sind so die Eckdaten, für 1699 € und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als Gehäuse haben wir ein ATX MIDI Colink Citadel SE ARGB. An und für sich ein gutes Gehäuse, hat auch einen guten Airflow, da vorne die beiden Lüfter mit dabei sind, der Hecklüfter ist auch mit dabei, die sind auch RGB beleuchtet. Es ist natürlich ein Micro-ATX-Case. Das seht ihr hier sehr gut auf dem Bild. Das Schöne ist, es hat hier auch Scharniere, wer es mag. Ich finde es gut auf jeden Fall. Hier könnt ihr aber wirklich nur ein Micro-ATX-Board verbauen. Die Grafikkarte hat auch genug Platz und der Airflow, der ist soweit auch gegeben. Hier unten sieht man auch das Netzteil, allerdings nur von der Seite. Da kommen wir aber gleich noch zu. Kostet 79,86 € bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir den allseits bekannten AMD Ryzen 5 3600. Ja, den haben wir jetzt in allen Videos. Wenn ihr mit dieser Kiste streamen wollt und über den Prozessor rendern wollt, anstatt über die Grafikkarte, würde ich euch echt empfehlen, einen 8-Kerner zu nehmen. Der ist aber soweit auch in Ordnung. Hat eine TDP von 65 Watt, das kriegt so gut wie jeder Luftkühler weg. Hat einen Speichercontroller für DDR4 3200, zu dem Thema kommen wir gleich auch noch. Und packen wir für 178 € bei Mindfactory als Tray-Variante in den Warenkorb. Warum haben wir den als Tray-Variante genommen? Ganz einfach, weil wir den Luftkühler, der dabei ist, nicht brauchen. Wir bekommen nämlich den BeQuiet Pyrox Slim 2. Hier haben wir ihn auch schon, hat eine TDP von 130 Watt, sprich er könnte theoretisch das Doppelte der Abwärme des Prozessors abtragen. Ist ein guter Lüfter, qualitativ sehr hochwertig, habe ich auch schon öfters verbaut. Kostet 21,83 € bei Mindfactory. Das Coole ist, das habe ich so noch gar nicht gesehen, die haben jetzt hier die Standard-Wärmeleitpaste. Das wird wahrscheinlich die sein, die beim Lüfter immer mit dabei ist. Wenn ihr ein System kauft und ihr wollt selber bauen, die Wärmeleitpaste ist immer mit dabei. Entweder ist sie schon vorher auf dem Lüfter aufgetragen oder liegt als kleine Spritze dabei. Man hätte hier sogar noch die Auswahl zwischen der Arctic MX5, die ich persönlich sehr gut finde, das würde aber 10 € mehr kosten. Ich weiß gar nicht, ob man da die ganze Spritze kriegt oder ob man wirklich nur diesen Klecks da drauf kriegt, das wäre dann ein bisschen schade. Dann hätten wir auch noch die Thermal Grizzly Cryonaut, aber die kenne ich nicht und ich wäre mit der Arctic MX5 auch sehr zufrieden. Die nehmen halt hier einfach die Standard-Wärmeleitpaste. Finde ich aber cool, dass sie es anbieten. Als Speicher bekommen wir 16 GB DDR4 3200 MHz. Das ist natürlich genau das, was der Prozessor auch offiziell verträgt. Der kann aber auch mit 3600 laufen, ist überhaupt kein Problem. Wir haben aber immerhin Dual-Channel 2x8 GB. Und in dem Fall steht hier, es kommen nur ausgesuchte Speichermodule aus der Corsair Vengeance, ADATA oder Crucial Ballistics Serie zum Einsatz. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Crucial Ballistics. Hier haben wir es auch schon, 16 GB, also 2x8, sieht man ja auch auf dem Bild. DDR4 3200 MHz, kostet 73,99 € bei Amazon. Dazu sei noch gesagt, 16 GB reichen natürlich erstmal aus. Ich persönlich würde in diesem Preissegment schon auf 32 GB gehen, da kommen wir aber gleich noch zu einer Alternative, wie ich das auch im letzten Video gemacht habe. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 HDMI DisplayPort mit Dual Fan. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie wirklich das Referenzdesign verbauen oder vielleicht sogar andere Hersteller nehmen. Ich habe hier leider nichts gefunden. Ich habe in dem Fall jetzt einfach mal eine Zotac rausgesucht. Auch Dual Fan sieht ungefähr gleich aus wie die andere Grafikkarte auch, ist halt auch die 3070 Twin Edge OC LHR, ist also leicht übertaktet, ist eine gute Grafikkarte, könnt ihr so ziemlich alle Spiele mit mindestens 60 FPS und auf Ultra-Einstellungen spielen, auch Cyberpunk und ähnliches. Sobald ihr natürlich irgendwo in Richtung WQHD und 4K geht, wird es ein bisschen eng, da müsst ihr ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben. Ansonsten aber eine gute Grafikkarte in diesem Preisbereich, kostet derzeit 849 € bei PC King. Als Mainboard bekommen wir das Asus Prime B550M-K, AMD B550-Chipsatz, AM4 Sockel, klar, Micro-ATX. Das ist natürlich jetzt so ein Thema. Ich sage immer, bei diesen Boards, die sind mir zu klein, die sind nicht erweiterbar. Das ist jetzt allerdings dem Gehäuse geschuldet, weil es soll so klein sein. In so ein Gehäuse passt kein ATX-Mainboard. Deswegen ist das jetzt soweit als Auswahl schon mal okay. Womit ich nicht so einverstanden bin, ist, dass die Spannungswandler nicht gekühlt sind. Ansonsten erweiterbar, ja, soweit es halt geht. Ihr könnt zwei M2 SSDs verbauen, vier RAM-Plätze. Hier unten könnt ihr den Slot wahrscheinlich nicht mehr benutzen, weil der von der Grafikkarte verdeckt wird. Den könnt ihr noch benutzen, wie für zum Beispiel eine WLAN-Karte oder eine USB-Erweiterungskarte, was ihr halt gerne da reinstecken möchtet. Als Anschlüsse haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.1, HDMI, DisplayPort, VGA und natürlich einen PS/2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Ja, an und für sich halt so ein Grundboard. Wie gesagt, ich mag diese Micro-ATX nicht, aber es ist halt dem Gehäuse geschuldet. Es soll so klein sein, es gibt aber durchaus bessere. Kostet 91,64 € bei Amazon. Dazu bekommen wir eine 1000 GB M.2 SSD, bis 1800 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und bis 1800 MB die Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Ich weiß jetzt leider nicht, welche sie da genau verbauen, aber ich habe jetzt mal eine rausgesucht, die von den technischen Daten ungefähr gleich ist. In dem Fall nehmen wir eine ADATA XPG SX 6000 Pro 1 TB. Die haben sie sogar zur Auswahl da, die würde sogar Aufpreis kosten. Hier sieht man es auch, die würde sogar 10 € mehr kosten, aber wir nehmen die jetzt einfach mal, dann wissen wir nämlich genau, was wir bekommen.
Ihr habt eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1400 MB die Sekunde. Reicht zum Zocken natürlich erstmal völlig aus. 1 Terabyte ist auch genug. Ihr könnt auf dem Mainboard mit einer zweiten noch erweitern. Ihr könnt auch eine 2,5 Zoll SSD verbauen, wie ihr möchtet. Für den Einstieg reicht das aber. Kostet 92,99 € bei Miyoga. Als Netzteil bekommen wir ein Corsair CX650F RGB. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Das hatte ich eben schon angesprochen. Man sieht das Netzteil von der Seite, aber eben nicht von unten. Weil der Lüfter zeigt meistens nach unten und dann habt ihr die Beleuchtung irgendwo auf dem Tisch. Das leuchtet dann durch die Lüftungsschlitze so durch, wenn der PC dann auf dem Tisch steht. Wenn er unter dem Tisch steht, habt ihr da überhaupt nichts von, dass es RGB beleuchtet ist. Hat auch in Anführungsstrichen nur eine Bronze-Zertifizierung. Für den Preis geht auf jeden Fall mehr. 650 Watt aus der CX-Serie. Ich hätte auch ein ganz anderes Netzteil genommen. Aber für dieses System erstmal ausreichend. Wir haben was auch schon. Der einzige Vorteil, der jetzt noch da ist, ist halt, dass es vollmodular ist. Das ist ganz nett. Ist für euch aber auch irgendwo uninteressant, weil das System ja sowieso fertig zusammengebaut zu euch nach Hause kommt. Ich denke, die Kabel, die sie nicht brauchen, legen sie euch einfach dabei, dass ihr später eben noch erweitern könnt, wenn ihr wollt. Kostet 84,60 € bei Mindfactory. Ansonsten kommt das System ohne Monitor, ohne Betriebssystem, ohne Office-Paket und ohne Antivirus. Und dann wären wir auch schon beim Ergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1492,78 €. Das System soll kosten 1699. Das heißt, die nehmen jetzt bummelig 200 € fürs Zusammenbauen und Verschicken, beziehungsweise zuzüglich Versandkosten kommen natürlich dazu. Aber diese ganze Umverpackung und so, das kostet natürlich auch ein bisschen was. Das ist noch im Rahmen. Ich zeige euch jetzt aber mal eine Alternative, die ich persönlich besser finde. Da gehen die Meinungen immer stark auseinander. Ich habe es im letzten Video auch gelesen. Jeder präferiert natürlich was anderes. Der eine sagt, der RAM ist gut, der andere sagt, der Prozessor ist gut. Ich mache es jetzt einfach mal nach meinem besten Wissen und Gewissen. In dem Fall habe ich jetzt natürlich auch ein Micro-ATX-System genommen mit demselben Gehäuse, aber wir haben ein anderes Mainboard. Und zwar ist das das MSI Mac B550M Mortar. Und da seht ihr schon, ihr habt eine schöne I/O-Blende, die gekühlten Spannungswandler sind vorhanden, 4 RAM-Bänke. Ihr habt hier unten sogar noch einen Erweiterungsslot mehr. Bei sowas es kommt zum Beispiel eine Capture-Card rein. Die sind immer ein bisschen länger oder beziehungsweise breiter angebunden. Hier kommt eine M.2 SSD rein. Hier unten könnt ihr ebenfalls erweitern, wie bei dem anderen Board auch. Von den Anschlüssen her gefällt mir, wie gesagt, die I/O-Blende ganz gut. Hier habt ihr HDMI-DisplayPort, was ihr nicht benutzen werdet, was ihr bei dem anderen PC auch nicht benutzen werdet, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Dafür habt ihr aber natürlich die Grafikkarte. Ihr habt einen BIOS-Flash-Button, zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1a und einmal USB 3.1 Typ C, Netzwerkanschluss, P-2-Anschluss, 7.1 mit Toslink, anstatt nur die drei Anschlüsse, die dieses Mainboard sonst zur Verfügung hätte. Das Mainboard hätte mir auf jeden Fall besser gefallen in dem System. Dann haben wir anstatt einem Ryzen 3600 einen 5600X, also neuere Serie bzw. aktuelle Serie, natürlich sozusagen der kleinste Einstieg mit dem 5600X. Anstatt 16 GB bekommen wir 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro SL, die sind ein bisschen kleiner, deswegen heißen sie SL, aber RGB beleuchtet mit 3600 MHz anstatt 3200 und wie gesagt das Doppelte an Speicher. Bei der Grafikkarte habe ich mich in dem Fall für eine 12 GB XFX Radeon RX 6700 XT entschieden. Die hat vom Design her auch schon mal einen Lüfter mehr, das heißt, die können langsamer laufen, ist somit ein bisschen leiser, hat 4 GB mehr VRAM. Und wenn wir uns den Benchmark mal anschauen, hier wurde getestet, Performance Rating ohne 4K, Durchschnitt aus Anno 1800, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield 5, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider und Wolfenstein Youngblood, dann ist sie nur geringfügig schwächer als die RTX 3070. Legt ihr jetzt natürlich Wert auf Raytracing, ist die Nvidia-Grafikkarte natürlich besser. Die war allerdings gerade bei Mindfactory nicht verfügbar, deswegen musste ich auf die AMD-Karte gehen. Man muss noch dazu sagen, dass diese Testergebnisse ohne Smart Access Memory von AMD getestet worden sind. Sprich, ihr kriegt noch ein bisschen mehr Leistung, bis zu 15% verspricht AMD. Ich würde mal behaupten, 10% sind auf jeden Fall drin. Also alles in allem auch eine gute Grafikkarte. Dann bekommt ihr in dem Fall 600 Watt BeQuiet Pure Power 11 CM Modular 80 Plus Gold, also nicht Bronze, sondern Gold. Hat natürlich 50 Watt weniger, was jetzt aber nicht sonderlich schlimm ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes Netzteil, habe ich schon öfters verbaut, ist auch modular, also überhaupt kein Problem. Dann hätten wir noch eine 1 TB Crucial P2, tut sich nicht viel mit der anderen SSD, reicht auf jeden Fall aus. Wie gesagt, 1 TB für die meisten Spiele und Betriebssysteme, erstmal völlig ausreichend. Und dann hätten wir noch den BeQuiet Pyrog 2 Black, der noch ein bisschen besser ist als der Pyrog Slim, den wir eben hatten. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1555 €. Jetzt müsst ihr natürlich noch diese 150 € Zusammenbaugebühr von Mindfactory dabei rechnen. Dann seid ihr aber auch bei ca. 1700 €, so viel wie das andere System auch kosten soll. Wofür ihr euch jetzt natürlich entscheidet, ist euch überlegt.
überlassen. Die Systeme sind beide relativ gut, aber ihr bekommt meiner Meinung nach, was den normalen Warenkorb von mir angeht, ein besseres System als das, was ihr hier kriegt. Setzt ihr jetzt natürlich wirklich auf Raytracing und wollt das überall richtig auspowern, nehmt dieses hier, dann bezahlt ihr aber auch sozusagen 200 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen, habt nur die Hälfte an RAM und ein schlechteres Mainboard. Das ist aber, wie gesagt, euch überlassen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, das wär's auch schon wieder mit diesem System. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao, ciao.